皆様、ようこそドイツ大使フォルクタンスの豪邸にいらっしゃいました。ありがとうございました。 Liebe Fans, herzlich willkommen in der Residenz des Deutschen Botschafters Dr. Volker Franzl. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Wir wollen ohne Zeit zu verlieren gleich anfangen. Ich darf kurz die Band vorstellen. Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Schäfer. Georg, Gustav Schäfer, Entschuldigung. Wir beginnen zunächst mit einem kurzen Grußwort unseres Botschafters, Dr. Volker Stanze. Also sei schon ein Deutsch-Teilchen, Volker Stanze-Teilchen, gerade an der Gleisatzung aus Jagemas. Wir sind Konnichiwa. Konnichiwa. Kyo wa tokubetsu na hi desu ne. So, minna no tame wa so da kedo, takushi ni totte mo so desu. Ichi do setsumi shimasu. Kotoshi desu ne. 日独関係 150周年 を祝っているんですね。 1年間をかけて祝っているんだけど、 いろんな活動をしている。 例えばベルリンのバレエが来ている。 絵画の展覧会する。 ドイツのクラシック音楽の代表が来ているけど、 クラシック音楽なら日独交流はもうすごく盛んになっているんですが、 ポップスの音楽ならそれはまだです。ですから私たち大使館のものを嬉しくて考えているのは、それはドイツのポップスロックグループの東京ホテルが来ていることですよ。 vielen Dank. Konnichiwa. Wir freuen uns wahnsinnig hier zu sein. Also wir sind noch ein bisschen überwältigt, muss ich sagen, weil wir uns ganz, ganz lange darauf gefreut haben, endlich nach Tokio zu kommen. Und wir können noch gar nicht so richtig glauben, was hier eigentlich gerade passiert. Wir haben uns den Namen eigentlich ausgedacht und ausgesucht, weil wir dachten, das ist so ein Ziel, was wir uns stecken können, was wir wahrscheinlich nie erreichen und was uns immer dazu bringt, weiterzumachen und in verschiedene Länder zu gehen. Und dass wir wirklich... やはり私たちにとってすごい感動する瞬間でもあります。というのは、やはり長い間やはり東京に来ることはすごく楽しみにしていました。というのはやはり今までもまだやっぱりピンとこないんです。やっぱり私たちが本当に東京にいるということはまだ信じがたいというんです。で、先ほど大使もおっしゃったように、やはりどうして東京ホテルという名前かというと、それは 私たちにとって東京ってものすごく遠いところじゃないですか。で、やっぱり東京ってまあいつか行ってみたい、日本いつか行ってみたいというそういう感じがあって、でもそれは非常になんか遠い夢みたいなことであって、だからこう一生懸命頑張っていろんな国に行ってでいつか東京に行けるように、そういう意味を込めて名前をつけたわけなんだ。 Und ja, wie gesagt, darum freuen wir uns, wir können gar nicht richtig glauben, dass wir wirklich in Tokio in einem Hotel sind und es hierher geschafft haben als deutsche Band. Wir sind wahnsinnig stolz und vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Wir freuen uns da wahnsinnig drüber und wir freuen uns vor allem auf das kleine Konzert, was wir schon mal geben dürfen. Ich glaube, das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir in Tokio sind. Wir wollen auf jeden Fall ganz, ganz oft wiederkommen und natürlich noch mehr Konzerte spielen. Und ja, ich will mich natürlich bei allen Fans auch bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt schon Fans gibt oder überhaupt einen japanischen Fan gibt. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das schöne Willkommen am Flughafen und natürlich auch heute hier. Wir freuen uns, da zu sein. Hey. ですから、もう一度本当にすごくこう嬉しい気持ちを、それは何よりも伝えたいと思うんです。やっぱり、先ほども言いましたように、本当にまだ私たちが東京にいるところって信じられない、このような気持ちなんです。私たちが東京ホテルという名前で、今は本当に東京にあるホテルに宿泊していることはもうなんと素晴らしいことだ。で、特に私たちがやっぱりドイツのポップロックバンドとして、ここまで来られたって、
それは本当にすごい嬉しいことなんです。で、こう日本のファンの皆様はこうこれだけ温かく歓迎されたことで、で私たちも今回やっぱり今そういうコンサートをできるということはものすごく嬉しいことなんです。で確かに今今回はあの初めてなんですけれども、東京というのは最後ということではなく、できるだけもうこれからもあの何度も戻りたいと思うんです。で、あの、まあ、これからも、あの、まあ、今回もコンサートは初めてなんですけれども、こっちではこれからも、あの、将来におきまして、もう多くのコンサートを皆さんの前で、あの、演奏したいと思うんです。また、こう、皆さんも空港でも温かい歓迎をしてくださいましたこととか、もう本当にいろいろ感謝することはあまりです。皆さんからあのご質問がありましたら今機会ですよ。Jemand eine Frage hat jetzt die Gelegenheit da. どうぞ。そちらどうぞ。Was ist euer Eindruck von japanischen Mädchen? Ich meine, weil bevor ihr herkommt und jetzt, wo ihr uns hier japanische Mädchen in Natura seht, was denkt ihr? Ich glaube, das ist eine Frage für Tom. Ja, sehr, also sehr gut. Ich glaube, es ist eine Frage für alle, aber, aber sehr gut. Also wir freuen uns total. Also wir haben einen sehr guten Eindruck und hübsche Mädchen gibt es ja auch. Ma, それはぜひあのトンが答えるべき。いや、というのだってそれは全員私たち向けられてる質問だと思うんだけど、いやでもあのまあ冗談の置いといて、やっぱり可愛いじゃないですかって綺麗って、それでも本当にやっぱり美人が多いなというそういう直感がするわけ。Und der Eindruck von Japan bisher?Das Problem ist so ein bisschen, dass wir noch gar nicht so viel gesehen haben, um ehrlich zu sein. Wir sind ja nur angekommen sozusagen am Flughafen und sind eigentlich direkt ins Auto gestiegen und zum Hotel gefahren und machen seit heute Morgen einen Interviewtag. Von daher haben wir noch nicht so wirklich viel gesehen, außer dass wir ein bisschen aus dem Auto rausgucken und so ein bisschen aus unserem Hotelzimmer auch einen Blick haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten zwei Tage hier noch und hoffen, wir können auch noch so ein bisschen in die Stadt und so ein bisschen einen Teil der Leute kennenlernen, Teil der Kultur, und wollen natürlich irgendwie auch noch ganz, ganz viele Plätze sehen, weil wir unglaublich viel gehört haben.そうだね、まだあの十分に答えられないというのは、だってあの到着したばかりなんで、で、まあ、今まではもうあの空港に着いて、それですぐ車に乗って、でホテルへ、で、まあ、今日はまあどっちかというとあのインタビューばっかりという、そういうあの1日なんだけれども、でもこれから、まあ、まだ2日間があるので、あのこう今までその車の窓からじゃなくて、あのできるだけ多くのところに行って、例えば日本もそういうすごいあの文化 の, あのそういったあの意義のあるところがたくさんあって、それでできるだけ多くの人とあの会って、まあ、あのそういった2日間過ごしたいと思うんだ。Was habt ihr denn bisher schon gegessen hier in Japan? Oder was wollt ihr denn noch in Japan essen? Das Ding ist, wir sind... Wir haben gutes italienisches Essen. Ja. Genau, wir essen eigentlich immer total viel Pizza und Pasta, wollen natürlich aber auch so ein bisschen mal was probieren, was es hier so gibt. Für Tom und mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir sind Vegetarier und essen kein Fleisch. Aber wir sind auf jeden Fall offen, wir wollen noch ein paar Sachen ausprobieren.そうだな、まあ、正直に言うと今まではイタリア料理ばっかりだった。やっぱりイタリア料理は何よりも好きで、ピッツァとかパスタとか。でも、まあ、せっかく日本だからもうぜひこう日本の食べ物を試してみたいと思うんだ。で一つだけやっぱりアントンと私がやっぱベジタリアンだから、やっぱりお肉とかお魚全く食べないので、でもあのそういうチャンスもたくさんあると思うんで、あのできるだけ多くのことを試してみたいと思うんだ。最後の質問ですかな。いい日にビリー引く。日本で使っていい日にビリー引く。日本に来て行ってみたいところ、見てみたいものは何ですか？ Jetzt wo ihr in Japan seid, gibt's irgendwas, was ihr speziell hier anschauen möchtet, irgendein Ort, wo ihr noch gern hinfahren würdet? Shibuya.
Wir haben gehört, das soll gut sein. Ich bin, das haben Sie von mir. Ich bin der Einzige, der. Ich habe von Shibuya gehört, das wollen wir uns mal angucken. Und, aber es gibt noch ein paar andere Plätze, wir müssen uns da mal beraten lassen. Shibuya, das ist ja so, dass wir ja Tonのエキス、タムまでずっと渋谷、渋谷だからそういうことばっかり言ってたんで、でも他にも面白いところがたくさんあると思うんで、でもやっぱりそれはこうやっぱり日本人の方からちょっといろいろこう相談に乗ってみたいと思うんで。 ショーケースへの意気込みがあったら言ってください。ショーケースへの意気込み、水曜日のショーケース、水曜日ショーケースがあって、それを私たちファンはずっとずっと待ってたんですけど、もちろん東京テレビにとってもすごく待ちに待った行事っていうかイベントだと思うんですけど、それの意気込みがあったら言ってください。 Mittwoch findet der Showcase statt, ne? Und das ist natürlich für uns japanische Fans, also wirklich überhaupt das Ereignis. Und ja, kann man da einfach so hin oder also was? Oh, ich weiß es gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, dass viele Medienpartner da sind. Ich weiß auch, dass Fans da sind. Ich weiß, um ehrlich zu sein, war viel mit Gewinnen auch. Ich glaube, genau, ich glaube auch, man musste das irgendwie gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute tatsächlich da sind, aber ich würde sagen, wir spielen noch ein paar Konzerte, also wir kommen ja noch ein paar Mal zurück und da gibt es auf jeden Fall noch mehr Konzerte. Ja, genau. まあ今回はあの水曜日のあの賞ケースで、あれはやっぱりまあメディアのパートナーが行ったりとか、あとはあのまあ招待客というかなんか抽選会とかなんかあのそういうあの経緯であの今回はそういうまあ限られたあの人が入れるということなんだけれども、でもさっき言ったようにまあ今回のコンサートというのはそれはあの あの最後のコンサートではないので、やはりあのもう何度も何度もここでコンサートをやりたいと思うんで、ぜひ。